Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Das übliche Thema, wir kennen es alle. Heute gibt es mal wieder Talon. Ja, im Rank natürlich, auf dem Main natürlich und mit einem geilen Skin natürlich. Folgende, ja, wir wollen mal gucken, wie es läuft, Leute. Erstmal, also ich habe ja schon mal erzählt, meine letzten Talon-Games. Ich bin irgendwo, erstmal fangen wir ins Runde. Ich bin immer so überdreht. Also, Talon wurde genervt. Also, Talon wurde ganz oft genervt, Jens. Das heißt, seine Q wurde genervt, seine W wurde genervt, Conqueror wurde genervt, Conqueror wurde auch viel gespielt. Und es war auch so ein Trend, dass alle mal Conqueror gespielt haben auf Talon. Und ich muss sagen, immer wenn ich Conqueror gespielt habe, lief das Game überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Deswegen spiele ich jetzt mal wieder Electrocute. Ja, wir spielen Electrocute, Gathering Storm und... Oh, mache ich wenig Damage? Oh, scheiße, ich habe eine Flask. Oh Gott, zu viel Fisk gespielt. Ich habe eine... Deswegen habe ich auch normalerweise, dass ich den Minion bekomme. Ich habe... Ja, ist jetzt vielleicht nicht gigaschlimm, aber ich habe eine Flask. Ich habe einfach eine Flask. Gut, dann spielen wir mit Flask. Ich glaube, das ist machbar. Das heißt, uns das... Ich meine, das Sustain wurde ja auch alles genervt. Ne? Vielleicht ist es ja gar nicht verkehrt. Die Gegner haben einen sehr, sehr guten Twitch, aber auch Lee Sin Support. Das ist jetzt also die Frage, die wir uns hier fragen. Ja. Also, ja, wir gucken mal, wie Talon läuft. Und wir spielen ihn definitiv mit Electrocute. Ne? Ich denke, bei Conqueror habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich mache keinen Schaden einfach. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil man Conqueror erstacken muss. Und Conqueror wurde ja jetzt auch genervt. Deswegen, ja, versuchen wir es doch einfach mal wieder, ne? Versuchen wir mal, gucken mal, was passiert, was geht, was nicht geht. Flashstart habe ich letztens sogar ironischerweise mal drüber nachgedacht, weil... ja, weiß ich nicht. Ist bestimmt, könnte... Ich meine, wie oft macht man mit Talon aktuell immer noch First Bloods? Oder früher Kills? Nicht mehr ganz so oft wie damals. Teilweise sogar gar nicht mehr, glaube ich. Wobei, dann habe ich überlegt, naja, aber ab und zu eigentlich ja doch. Also, es ist auch nicht komplett selten. Also, es geht schon. Ne? Aber es kommt so ein bisschen drauf an. Vor allem beim Flask ist natürlich das Problem auch, dass man sehr, sehr spät seine AD-Items zusammen hat. Wir haben ja sie aber schon ganz gut runtergepokt, so ein bisschen. Also, rein theoretisch, mathematisch gesehen, potenziert, könnte man sagen, dass hier schon... Boah, ich... Nee, das reicht nicht. Aber ich war schon kurz davor zu sagen, okay, lasst uns einen Deal machen. Zeige ich leider meinen Pot rein. Das heißt, ich muss traden, Damage mitnehmen. Ich muss jetzt Damage mitnehmen, weil sonst overheal ich mich. Ja, wobei, ja, so ganz viel verpassen wir nicht. Kha'Zix ist oben, im Flutz. Sie hat keine Pots mehr. Farm ist ungefähr gleich. Ja, Annie ist, muss man sagen, mittlerweile auch sehr oft gebufft worden. Sie ist gar nicht mehr so schwach, wie man vielleicht meinen mag. Also, sie war eigentlich nie wirklich schwach, aber eine Zeit lang hat man sie sehr, sehr wenig gesehen. So, gehen wir mal hier so ein bisschen Damage mit. Ein bisschen. Na, und mittlerweile sieht man sie auch nicht giga oft, aber ab und zu. Vielleicht können wir aber hier einen Kill sogar holen. Müssen wir auf den Tzatziki-Käfer ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, da muss noch ein bisschen was auf sie drauf. Auf die gute Ernie. Und sie hat auch den Stun ready. Hab so ein bisschen Angst. Naja, so ein bisschen Angst. So ein bisschen. Ja gut, wir haben auch kein Mana mehr. Ich würde sagen, wir pushen durch. Sie wird auch bald Level 6. Wieso? Achso, weil hier so viele Minions sind. Wollte schon sagen, wieso hat sie so viel mehr als ich? Naja, wir haben jetzt halt kein Mana mehr, deswegen das Last Hit mit der Q wurde halt krass genervt. Es gibt weniger Mana und kostet gleichzeitig... Es gibt weniger Leben und kostet gleichzeitig mehr Mana. Das ist schon maximal fies. Na, deswegen sollte man das vielleicht auch nicht so exzessiv benutzen, wie ich es hier mache. Wir gehen jetzt dennoch shoppen. Wir haben genau 1100 Gold, das ist eigentlich ganz cool. Tiamat ist natürlich auch immer eine gute Idee, aber ich glaube, macht sie ihren Freeze? Kann sie eigentlich nicht. Also könnte sie machen. Würde in meinen Augen aber keinen Sinn machen, weil sie will ja, sie hat keinen Teleport und sie will ja auch irgendwann mal shoppen gehen, ne? Also ich denke, wir werden hier gleich, die Gegner haben halt sehr viele weiche Ziele, das ist sehr gut für uns, ne? Die Gegner kommen aus Squishy Town. Jeder von denen, actually. Ha, versteht ihr? Actually. So, wegen Lee. Okay, habt ihr? Okay, ja, weil, okay, gut. Botlane, schön. Das ist schön. Ja, gegen Annie müssen wir halt echt aufpassen, Leute. Also Annie, ich glaube, also ich habe das Gefühl, also möglicherweise unter Umständen one-shot sie mich gleich einfach. Das ist, was Annie kann und das ist, was Annie macht. Deswegen würde ich jetzt, deswegen wären Tiamat gar nicht schlecht gewesen. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, einfach roam. Oder wir töten sie einfach. Vielleicht töten wir sie auch einfach. Aber ich glaube, wir gehen jetzt zur Top-Lane, Leute. Genau jetzt. So, ich komme. Da oben ist der Baum, Mann. Der brennt. Aber Eichen, man kennt's ja, die brennen meistens nie ganz ab. Ne? Seht ihr? Die bleiben immer noch, ne, wenn es mal Feuer gibt, dann bleibt da immer noch so eine Eiche stehen. Den können wir töten und werden töten. Oh, schön. Das war schön.
Schön. So. Jetzt ist natürlich das Ding, er wird sich jetzt hier unsichtbar machen. Vielleicht aber auch nicht. Nee, macht er jetzt nicht. Ich kann Flashy Flash Flash machen, aber beginnt. Ja, ach komm. Wirklich? Okay, das hätte ich maximal besser spielen können. Ich muss auch sagen, natürlich, ich habe Talon seit dem Mauerfall nicht mehr gespielt. Also, das hätte man wirklich 400 Mal besser machen. Den hätte ich haben müssen eigentlich. Na gut, er hatte aber auch noch Flash ready. Schade, Marmelade. Wie sieht's trotzdem? Wir haben 50 Farben, das ist okay. Wir haben natürlich jetzt keine Ultimate, kein Ignite. Ignite ist eh immer ready, haben wir gleich wieder. Problem ist aber, dass sie jetzt genau das machen kann. Deswegen gehen wir hier rüber. Die schießt ein bisschen mit Feuerwerk rüber, tut weh. Frage ist, ob wir jetzt gleich hier einen Shop initiieren oder nicht. Das Ding ist, ich bin in One-Shot-Reichweite und sie hat auch einen großen Stab. Einen Feuerwerkstab hat sie in der Hand. Und, naja, wie wir alle wissen, und sie hat auch Flash. Ich spüre das. Ich spüre, dass da gleich was kommt. Was ist hier los? Ich, damit meine ich nicht Kha'Zix. Ich spüre es. Ich sollte jetzt shoppen gehen. Ich sollte shoppen gehen. Aber wenn ich jetzt shoppen gehe, verliere ich 1, 2, alle Minions. Ja, okay, wir machen es trotzdem, Leute. Mein Challenger in mir sagt mir, geh shoppen, Tobi. Du wirst sterben. Du hast keine Ult. Und sie hat alles ready. Gut. Gut. Naja, also, gut. Botlane ist 2-1, das ist schon mal cool. Wir sind 0-0, das ist nicht so cool. Wir gehen jetzt sogar auf... Ah, Schuhe bräuchte ich auch mal. Oh, vielleicht können wir ja hier einen Dill machen. Guck mal, wir haben sogar gar nicht so viel verloren. Ja, er pinkt hier, aber dafür bräuchte... Ja, das... Nee, okay. Ist okay. Ist okay. So, wir haben wieder Ultimate, Leute. Wir gucken, wir könnten jetzt eine Botlane-Interaktion machen. Das Problem ist halt... Ich glaube, sie geht jetzt shoppen. Das heißt, wir gehen für einen schnellen Durchpushy. Einmal Pushy-Pushy machen. Und wir haben halt keine Schuhe. Wir sind langsam, wie so ein langsamer Talon halt ist. Okay, das heißt, wir gehen so ein Stück zurück. Und bitte nicht, don't die. Ich komme, ich bin langsam. Ich bin aber unterwegs. Wie so ein langsamer Unterwegsseier. Da ist Lee Swing, den könnten wir... Ich habe halt kein Ignite. Von Ignatius den 3., 4. und 5. Und jetzt sind alle weg. Na toll. Na toll. Ich gehe trotzdem mal lunsen. Was soll's. Oh lol. Das Ding ist, ja, er ist jetzt unsichtbar und ich bin langsam wie so ein langsamer Mensch. Halt langsam ist. Ja, okay. Tötet er mich? Nee. Gut, machen nicht flashen. Müssen nicht flashen. Ich könnte ihn aber fast töten. Mache ich, glaube ich, auch. Mache ich jetzt auch. Meint ihr, ich habe genug Damage? Ich habe kein Gift mehr drauf. Ich würde es machen, aber da wird schon ganz viel gepinkt dann. Ja, so ganz... Ich bin, sag mal, so ultra zufrieden bin ich nicht, weil wir jedes Mal... Naja, so wenig viele Minions mehr haben wir. Ja, wir brauchen Schuhe, Alter. Ich bin so ein langsamer Mensch. Ey, das gibt's gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Menschen so langsam sein können. Also, Heilige, das fühlt sich... Bruder. Gut, wir haben jetzt einen Movement Speed von 3. Was ist denn das? Ach, das ist dieses komische Zeug hier. Ja, schön. Also, es ist okay schön. Es ist nicht gigaschön, aber es ist... Was sind die Zwischenformen von okayisch und schön? Nett? Ist es nett? Wenn jetzt ein Ultimate kommen würde, wäre es vielleicht nett. Das hier könnte... Das ist nett. Das ist schön. Das ist Omega und ich krieg sogar Agro. Das ist perfekt. Und er stirbt doch nicht so perfekt. Naja, aber es war... Das war schon ziemlich schön. Tatsächlich. Das ist schön. Wir schreiben mal. Der wird ja wohl nichts machen. Wird der nicht. Was? Und das Ding ist, selbst wenn er... Oh. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Oh Mann, ey. Ich hätte ihn queuen sollen, aber selbst das hätte nicht gereicht. Aber... Okay, wir haben jetzt Tiamat immerhin. Das heißt, wir können mehr roam. Wir kaufen uns noch ein Schwert. Was ist mit Lee Sin? Aber habt ihr dafür irgendwie Twitch getötet oder so? Auch nicht, ne? Poplane sieht auch nicht so gut aus, aber dafür hat er gute Farm. Außerdem ist er Maokai. Aber er wird jetzt sterben, weil er overextended. Oh, außer er macht den Wurzelwurm. Oh, den hat er gemacht. Schön. 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 Ich glaube, wenn ich mal irgendwann Merch hätte, dann müsste da so ein Schön drauf. Mit dem Schön-Dachs natürlich. Und das Schön müsste einfach so langgezogen sein mit 12 Öls oder 112 Öls. So, ich bin unterwegs. Hier könnten wir eine Compilation machen. Eine Any-Lecker-Lecker-Compilation. Raschnikow. Schön. Ja, ich will jetzt... Ich meine, ich kriege ein bisschen Hilfe, ja. Aber was soll ich sagen? Leute, was soll ich sagen? Ich meine, Lee Sin war auch da. Das, oh, der intet ja, oder? In meinen Augen würde ich das als Int buchstabieren. Schön.
Da ist der Twitch und passt auf, der denkt jetzt so, er wäre cool. Und jetzt... Hyundai! Was ist jetzt, hä? Okay. Aber ich habe ihn vertrieben. Oder ist er noch hier? Ne, ich glaube, ich habe ihn vertrieben. Und Pix. Na, okay. Frage ist, gehen wir shoppen? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht, vielleicht. Ja oder nein? Oder nein, ich glaube nicht. Wie viel CDR haben wir? Null. Okay, cool. Cool. Sehr cool. Jetzt können wir wenigstens schön Pushy-Pushy machen. Pushy-Pushy-Push-Push-Push. Naja, also... Bisher, naja, also, ich weiß noch nicht, was mein Fazit auf Talon ist. Wir müssen da ein paar mehr Games machen, aber irgendwie hatte ich in letzter Zeit das Gefühl, dass er mega schwach ist. Dann gibt es natürlich immer das Argument, ja, aber Tobi, ein Challenger, voll viele, voll stark mit dem. Erstens bin ich kein Challenger, ihr auch nicht. Und zweitens gibt es auf jeden Champion, jeden einzelnen Champion, den man sucht, gibt es irgendeinen Koreaner, der 80% Winrate drauf hat bei 90 Games. Ob es Heimerdinger ist, ob es Annie ist, ob es Lee Sin Support ist, irgendein Koreaner oder EU West oder wo auch immer Trier, da gibt es immer. Na, deswegen ist auch dieses Argument immer, auch bei Asi gibt es solche Leute. Und dann spiele ich Asi und denke so, Babak! Okay, wir gehen mal Botlane, Räumi, Räumi machen. Wir sind jetzt ein bisschen flotter. Welche Stur kaufen wir? Und ist hier Ward? Weiß man nicht, könnte sein. Ein Twitch, auf dem Twitch da hätte ich Bock und das Ding ist, er hat ja keinen, der ihn schildet oder so. Ich glaube, er hat aber den Braten bzw. mich gerochen. Muss so sein. Aber wenn er mich gerochen hätte, dann... Ich glaube, er war einfach Lowlife. Oh! Bocky, Bock, Bock. Da hätte ich Bock. Let's go, Leute. Wir müssen... Er muss nämlich sichtbar werden. Jetzt. Und auf geht's, Leute. Das ist nicht schlecht. Würde ich sagen, Leute. Das ist schlecht. Ich werde sterben. Blades! Oh. Aber irgendwie... Also, wo war die Lulu-Ult? Ich will sie jetzt nicht pingen, aber... Naja, ich werde sie nicht pingen. Aber wo war die Lulu-Ult? Und wo war mein Team? Wo war meine Botlane? Aber wenn ihr den kriegt, dann möchte ich das akzeptieren. Dass Gragas den bekommt, ist natürlich... Also, ich bin damit fein, Leute. Abgesehen davon, dass meine Mittel komplett stirbt. Brauche ich mehr Creeboots? Naja, also... Nee, ich bin so ein langsamer Mensch. Ich muss schneller sein. Also, der Dive war auch nicht optimal, bin ich ganz ehrlich. Aber es war irgendwie... Ich musste irgendwie. Und... Also, aber, also, Ich meine, immerhin ist jetzt Jinx fett geworden. Das ist ein guter Trade für mich. Ich sterbe gerne, wenn mein AD-Carry dafür fett wird. Weil ich habe ja auch immer Bock zu zocken. Mein AD-Carry ist meistens so, nö, kein Bock mehr, ich bin raus. Tschüss, later. Und jetzt holen wir uns einen Snacky Snack Snack. Wegen den Swifty-Swift-Boots, Leute. Von Deichmann. Nee, Deichmann nicht. Deichmann, jetzt auf No-Hate-Basis. Ich finde, Deichmann klingt irgendwie nicht cool, so. Deichmann. Deichmann. Das klingt irgendwie so wie, weiß ich nicht. Deichmann. Können machen die coole Schuhe? Deichmann. So, ja, jetzt werden einige sagen, so, wow, Tobi, aber... Nike! Deichmann. Nike! Deichmann. Deichmann. Wo kaufst du deine Schuhe? Deichmann. Wo kaufst du deine Schuhe? Bei Nike, Bruder. Und du? Deichmann. So, wir holen uns jetzt erstmal Twitchmann. Oh, das sieht lecker, lecker, super saftig aus. Ach, komm, ohne Witz, hier liest hin, ne? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ich mach mal im Drag-Tablet. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Irgendwas ist mit ihm. Ich glaube, er denkt, er ist cool mit seinem Drag-Tablet. Aber er wird ihn... Ich werde euch sagen, er wird bald sehr... Ich meine, vor allem mit Twitch zusammen. Der denkt wirklich, er wäre cool. Vor allem, Lulu ist halt 100-mal nützlicher als ein Lee Sin. Vielleicht sogar 400-mal nützlicher. Allerdings... Denkt der Lee Sin halt irgendwelche Dinge. Ich hoffe ihr... Okay, die werden sterben, ich sehe es jetzt schon. Ja. Sie hat nicht mehr zu viel AP, ich habe halt... Was? Ich hätte flashen sollen, glaube ich, aber... Er hatte auch noch seinen Jump. Also... Ich bin jetzt 5-3, das ist nicht geil, aber das ist cool. Es ist nicht geil, aber cool, weil jetzt können wir wenigstens wieder carryen, Leute. At 15, sagt sie. Sie read... Was ist mit... Ich habe mal die These aufgestellt. Ihr könnt mich jetzt gerne haten. Nee, passt auf. Es ist nicht meine Meinung. Ich habe eine These erstellt. Und diese habe ich in den Raum gelegt. Zur Abstimmung. Es ist nicht meine Meinung. Und zwar steht in dieser These, dass Supporter gigatoxic sind. Meistens mega schnell aufgeben wollen. Und das habe ich damals selber nie gedacht. Aber als ich diese These gelesen habe, dachte ich mir, ja, möglicherweise. Supporter haben meistens schon nicht so viel Bock, ein Game zu killen, was mal schlecht läuft.
Wenn es gut läuft, okay, aber sobald es mal schlecht läuft, sind die meistens sehr schnell raus. Steht in der These drin. Nicht, was ich sage. Gut, so, jetzt können wir mal irgendwie jetzt cool sein wieder, Leute. Das gerade war nicht cool. Also, bis nicht cool war es. Ein Drache, das ist der zweite. Leute, ja, okay. Aber den, ja, go jetzt. Okay, da ist ein Timo. Ich dachte, es wäre ein Twitch. Dann wäre ich drüber gegangen. Bei Timo ist das schon wieder was anderes. Können wir mal Annie töten? Annie ist schon... Okay, hier ist Twitch. Der Twitcher. Da ist der Twitcher. Wir müssen so tun... Oh, da ist auch der Kha'Zix. Der Kha'Zix! Aber den Kha'Zix können wir töten. Wo ist der Kha'Zix? Mann, ich bin ein Inter der dritten Generation einfach. Es ist unglaublich, wie unglaublich greedy ich bin. Ich habe halt gedacht, er gibt 1000 Gold oder so. Hat er nicht. Außerdem war ich ein bisschen mad, weil er mich hier gekillt hat. Okay, Leute, wir sind unglaublich schlecht. Wir müssen besser werden. We need to group. Guys. Also wir müssen direkt... Ich meine, immerhin hat jeder so okayische Stats. Niemand ist so 0.000 oder so. Beim Support ist es okay. Also... Oh Gott. Wo war? War... Ja, also okay. Also... Wir müssen... Zwar, ich bin gerade ein richtiger Inter, aber... Was eins war, muss nicht sein werden wollen würden in Zukunft, Vergangenheit, Form. Ich bin wieder raus. Das war ein schnelles Disengage. Ich kann das drehen, Leute. Ich kann den Turning Table machen. Aber, ja, 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 Exhaustierung, okay. Gragas, Gragas. Gragas hätte helfen sollen. Ich glaube, er war irgendwie zu langsam. Er hätte sich Swift die Bootsschuhe bei Nike kaufen sollen. Das hier sind Deichmann-Schuhe, das sieht man direkt. Kalzari. Okay. 5-5. Ist immer noch ein okayischer Deal. Ist nicht geil, aber ist okayisch. Ich glaube, Leute, okay, passt auf. Wir müssen jetzt andere Leviten aufziehen. So. Erstmal Hose aus. So. Jetzt sind wir bereit, Leute. Jetzt sind wir bereit. Jetzt geht's los. Okay, wir müssen mal einen kurzen Breakdown machen. Was ist Masse gerade? Was ist Phase? Also, Kha'Zix steht 5-3, one-shottet aber alles. Stehe auf 5-5, mache ich nicht. Okay, sie hat bald ein Stundenglas und macht 10-4 Damage. Twitch ist 11-1. Okay, hat auch eine 70% Winrate gehabt, der Brody. Oder 60, 70, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht, ziemlich viel. Also Twitch ist auf jeden Fall... Und er ist sehr weich eigentlich, aber er ist ein Level über mir, was nicht cool ist. Wir brauchen Farm. Wir brauchen... Alle Ziele von denen sind weich. Alle. Ich kann jeden töten, bis auf Annie, weil Annie hat ein Stundenglas. Ich sollte jetzt einfach mal... Wir bräuchten Vision. Was ist mit Vision? We need Vision. Can we Vision? Und dieser Lee Sin, ne? Okay, ich muss Twitch jagen. Ich muss immer für Twitch gehen. Kha'Zix Twitch. Er Twitch, aber Kha'Zix ist auch wichtig. Das Problem ist, ich sehe nichts. Die Map ist dunkel. Dark. Einfach dark. Fucking dark. Guckt euch... Der ist ein Scheiß... Okay, das ist okay. Aber der ist ein Scheiß Supporter. Wieso one-shottet mich jeder? Ich meine, okay, er hat ein Draktarblade, aber... Uri, sollen das? Oh ja, und Kha'Zix, ne? Kha'Zix, zicki, zack, zicki, zicki, Käfer. Okay, das Coole ist, er kommt gleich wieder. Oh, shit, ich wurde gesehen. Ja, dann vielleicht... Vielleicht kommt er aber doch wieder. Ich mach mal hier Vision für euch, falls ihr die braucht. Und ich muss mal eben kurz heilen und, vielleicht soll ich da hingehen. Ich spring mal hier rüber. Okay, jetzt sehen die mich nicht mehr. Vielleicht kann man... Vielleicht ist der Zicki-Käfer noch da. Ist jetzt endlich. Ich mache einen Drive-By. Aber links hat sie gerade einen Stun ready. Vielleicht mal erstmal hier einen Ward. Also wenn sie... Also unter... Wenn sie ihren Stun benutzt, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Mach Stun. M-A-C-H Stun, bitte. Könnte auch sein, dass jemand hier kommt. Alles gefährlich. Jeder gefährlich. Hier gefährlich. Da gefährlich. Ich würde hier auch drüber gehen. Aber vielleicht gehe ich da auch nicht drüber. Ich gehe da jetzt drüber. Guten Tag. Einmal drüber gehen, bitte. Kurva. Kurva, Kurva. Ich glaube, er kann mich... Leute, ohne Witz. Ich weiß, dieser Lee Sin, ne? Was ist denn mit dem? Der hasst mich doch. Ich glaube, der hasst mich wirklich. Ich brauche jetzt auf jeden Fall... Warum hasst der mich so sehr? Egal, was ich mache. Ich meine, am Ende des Tages wird er verlieren, Leute. Aber er hasst mich. Er hasst mich einfach. Oh, Twitch, 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 Twitch. Eide, Eide, Eide. Ja, schön. Na, das ist nämlich Lee Sin. Klar, Leute, er fuckt mich ab. Aber er ist trotzdem irgendwann bald useless. Sehr useless. Sehr bald useless. Aber dieser... Ich bin der Inter. Das macht mich etwas traurig. Vielleicht kann ich den Twitch schnell abfangen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... Geh wieder rollen. Nein! Bitte lass mich am Leben! Ich pop...
Ja, also das Ding ist, also das liegt schon wahrscheinlich nicht an Talon, dass mich jeder one-shottet, dass mich jemand, der ein Stundenglas baut, one-shottet. Also, das ist halt einfach unlucky gerade, aber ey, Mann. Die haben auch einfach, man muss halt einfach sagen, jeder von denen hat super viel Damage. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ihr habt eine Jinx, wir haben eine Jinx. Okay, Lee Sin ist tot, Lee Sin down. Jinxie macht Jinx-mäßigen Jinx-Damage, schade. Schade. Vielleicht sollte ich einfach für die Split gehen. Wir könnten einfach Botlane, ich, ganz ehrlich, wir machen mal kurz die wir gehen mal kurz in Rea, Leute. Wir sind Level 12. Twitch ist Level 13. Wenn man unterm AD Carries kann, sich gleich deinstallieren. Wir gehen jetzt 1000 Minuten Botlane farmen. Ich glaube, der Grund, warum ich immer sterbe, ist, ich schieb das jetzt einfach mal auf andere. Ganz ehrlich. Warum so? Ich nehme immer die Schuld auf mich und sag, ja, hätte ich besser machen können. Nein, ich schieb's jetzt auf andere. Ich finde, Lulu könnte mehr für Vision sorgen. Sag ich jetzt einfach so. Guck mal, mein Team gewinnt. Schön. Würde ich mehr sehen, würde ich weniger sterben. So. Das mache ich mir jetzt einfach ganz einfach. Gut, so, wir farmen jetzt paar Mal Botlane, so 12 Waves oder 112 Waves. Und das Gute daran ist, dass entweder jemand einzeln kommt. Jumus wäre auch noch cool. Oder ich vielleicht sogar in den Rücken der Gegner fallen kann. Das ist auch ein cooler Deal. Ein Amina-Deal. Also könnte was werden. Gucken wir mal. Na, wir pushen, wir farmen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Farm. Gib. Danke. Guck mal, mein Team kommt auch ohne mich zurecht. Ich meine, Jinx, man muss natürlich auch sagen, ihr würdet jetzt sagen, ja, Tobi, du carryst gar nicht. Tue ich wohl. Weil, durch die Aktion, die ich unten gemacht habe, hat Jinx 3 Kills bekommen oder 2. Und dadurch gewinnen wir. Hätte das nicht passiert, wäre das... Oh, ich sehe dann... Ah! Okay, ich bin raus. Guten Tag, einmal bitte alles zum Mitnehmen. Okay, ich bin tot. Aber ich habe... Ich hab aus der Situation noch was gemacht, Leute. Also, und wir sind Level 13. Getty! Mach Getty! Aber der Maokai ist halt auch strong, Leute. Ohne Witz, einfach Bäume spielen. Immer Bäume spielen. Guckt ihr das an? Bäume werden nicht gewone-shottet und töten. Warum sollte man was anderes als einen Baum spielen? Guckt ihr das an? Ich wünschte, Talon wäre ein Baum. Stell dich mal vor, es wird einen Talon-Baum geben. Einfach so und der wirft Kling. Maokai mit werfenden Klingen. Das Leben wäre so viel einfacher einfach. Weil einfach ist. Gut. Okay, wir gehen jetzt wieder Botlane Farm, Leute. Jinx ist gigabig. Immerhin bin ich nicht exzessiv am Enden. Guck mal, die Lulu wollte aufgeben. Richtige Interin. Die wird auf jeden Fall reported. Und Lee Sin, ja, also, ne? Er hat schon mir die Hölle gemacht, aber... Er ist schon useless, Leute, will ich sagen. So. Ich hol mir jetzt Twitch. Mach ich jetzt. Hier in Ward. Den krieg ich nicht. Den krieg ich. Ich krieg ihn. Ja! Solo gewonshottet diesen Keck. Und jetzt sterbe ich. Let me go. Sehr gut. Einfach. Jetzt habe ich meinen Teil beigetragen, Leute. Jetzt können wir gewinnen. Ich stehe auch jetzt nicht mehr negativ. Das ist auch ein guter Deal für mich. Haben wir Baron? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben den Turm in der Mitte. Wenn unser Late Game ist halt auch... Die haben folgende Probleme, Leute. Die haben keinen Tank. Das ist das größte Problem in deren Team. Engage haben sie so ein... Also mit Annie halt. Aber Annie kann halt auch nur manchmal engagen. Der ist wieder lustig. Da gehen wir mal raus. Also, aber sie haben keinen Tank. Das ist deren größtes Problem. Und sie haben halt Lee Sin. Das ist das zweitgrößte Problem. Vielleicht, ich meine, Lee Sin hätte Tank gehen können. Dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Aber hat er nicht gemacht. Ba. Kha'Zix AFK wird hier geschrieben? Wäre cool. Also ja, was heißt cool? Weiß ich nicht, ob es cool wäre. So, hier wird wieder gesmackt. Ich glaube, ich pushe noch mal rein. Die könnten jetzt locker Baron machen, denke ich mal. Das Annie. Ich würde... mit Annie schon fighten, aber... Ich meine, sie ist 3-6 und ich wette, ich mache ihr nur 3 Schaden pro Sekunde. Ja, heiß! Bitte nicht! Oh Gott, ich lebe. Okay, ich bin raus, Leute. Okay, ich kann hier die... Und weg! Sie ist geslaut. Holt sie euch, okay. Minions, holt sie euch! Okay, ich bin raus. Ja. I'm out. Also ja.
Ich sag mal so, das ist jetzt nicht so eine Runde, wo ich die Gegner komplett wegsmash und sag, wow, ich bin so krass. Aber solche Runden muss es auch geben, Leute. Das ist nur natürlich. Ich bin ja nicht einer, der immer nur die 16-0 Games hochlädt. Dass das bei Fizz so war, liegt einfach dran, dass die... Oh, jetzt will ich schon Protobelt kaufen. Dass ich bei Fizz die letzten Games immer nur so 15-0 hochgeladen habe, liegt... Oder 3, liegt daran, dass das einfach die Games waren, die ich gespielt habe. So, ne? Reset after Unhub. Meint der Pornhub oder was für ein Unhub? Was für Unhub? Gut, okay. Ich meine, es kam wirklich auf. Es ist so traurig, die Gegner könnten immer noch gewinnen. Klar, es sieht mega schlecht für die Gegner gerade aus, aber... Ich meine... Oh ja, Boy! Boy! Oh, das ist my time of life! Frasnikov! Kurva! Und Ignite! Later! Brenn, 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 brenn! Ha! Huh! Hi! Oh! Tipp! Ah, okay. Sehr schön. Solo! Solo, Solo, Solo! Ja, ja. Cool. After spamming, being toxic and rage quit. Ja, das ist immer so ein bisschen die League-Spieler. Ich hatte gerade auch erst ein Game. Da ist jemand, das war das Game hier vor, das wollte ich auch aufnehmen. Da ist jemand 0-4 gegangen, mein Top-Laner. Jax, das habe ich auch getwittert. Und ja, dann ist er rausgegangen. Und hat natürlich Full AD gebaut, logischerweise. Full AD gegen Pantheon. Ich bin tot. Guckt euch jetzt hier Tank Design an. Wobei er hat kein Mana mehr. Das ist wahrscheinlich unglücklich. Und Lee Sin ist noch da. Aber, also. Er dafür, dass er keinen Mana hat und dass alle auf ihn einprügeln und dass er Maokai ist? Leute, warum sollte man Talon spielen? Wenn man Maokai spielen kann. Ich stelle folgende Frage. Ist Maokai der bessere Talon? Ganz naiv gefragt. Ich nehme diese These ebenfalls und lege sie in den Thesenraum. Ihr könnt dann gerne in den Thesenraum gehen und folgende Thesen, die ich da hingelegt habe, beantworten. Er hat bessere Stats als ich. Er ist ein Baum. Er ist hier so Dings für die Natur so wichtig. So. Er wächst immer noch. Meint ihr, er wird noch größer? Wann weiß ein Baum, dass er groß genug ist? Warum hört ein Baum nach 3 Metern auf zu wachsen? Warum sagt er es, wow, okay, hier oben, Bruder, ganz schön kalt, hier reicht's mir? Oder gibt's da irgendwo eine Formel? Ja, okay, ebenfalls diese These im Raum. So, ich wünsche euch was. Vielen Dank. Leute, ich habe minus 1 Milliarde LP. Ich sag's euch. Das Ding ist, nicht weil ich dodgen wollte, sondern ich wollte Talon spielen. Und dann hatte ich AFKler und das alles und ich habe 1 Milo LP minus. Und dafür kriegen wir aber plus 22 immerhin. Gut. Wollen wir sehen, wie viel minus LP wir haben? Wollen wir gucken. Gucken wir. Man konnte man gerade sehen. Platin und minus 48 LP. Gut. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann, Kurwatschowski, later, hab euch lieb.